Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber hier bei Heisenberg. So, gleich einsteigen, nicht dass er davon fährt, der Kollege. Wir befinden uns auf unserer Universallinie und es geht, ich guck mal unten, nach Röderhof. Oha, Röderhof, okay. Dann ist das aber nicht mehr ewig weit, würde ich behaupten. Naja, wir werden sehen, aber kommt nach Röderhof, kommt doch Drehampa, also sprich der Doppelflughafen. Danach geht's nach Gerde, wenn ich mich nicht täusche. Naja, wir werden sehen. Da fällt mir gerade noch ein, irgendwie ein süßer Kommentar. Da stand, du hast den Flughafen dort doppelt. Ja, und dann hatte ich mir darunter geschrieben, ja, das ist beabsichtigt so. Ja, das ist tatsächlich beabsichtigt so, ganz klar. Ja, das soll halt ein Doppelflughafen sein. Deswegen heißt er, glaube ich, auch Doppelflughafen. Ich dachte, wir hätten den sogar so benannt. Also irgendwie interessant, dass wir tatsächlich von diesen gemeinsamen Gleisnutzungen bei den Bahnhöfen eigentlich, behaupte ich, relativ wenig gemerkt haben. Wir hatten kaum Wartezeit. Ist schon interessant. Cool. Wer kommt da entgegen? Ein Regio Express, so wie es aussieht. Dann geht es hier auf die Brücke rauf. Da oben sehe ich noch irgendwas dampfen bzw. rauchen. Okay, hier einmal rüber und wir haben einmal mehr freie Fahrt. Sensationell, wie gut das geht. Ah, da unten schön. Guck mal, der Güterzug. Da rechts sieht man ihn nochmal. Mit Kohle und Erz wahrscheinlich. Und das hier vorne, ist das echt schon Röderhof? Das ist dann auch keine lange Strecke mehr. Aber wir haben natürlich noch eine längere Strecke vor uns, nämlich von Drehampa nach Gerde. Das ist ja dann doch ein längeres Stück. Irgendwie sind wir hier ein bisschen ab von der, ab vom Schuss gekommen, fast schon ein bisschen am Schluss. Also, dass wir dann so eine lange Strecke haben am Ende, war natürlich nie so geplant. Aber ich muss sagen, ich finde es eigentlich relativ cool, weil wir so eben tatsächlich auch mal noch ein bisschen Fahrt vor uns haben. Ich habe gesagt, damit der Zug auch mal noch ein bisschen Auslauf hat, damit er wirklich mal noch ein bisschen fahren kann. So, auch ein schöner Bahnhof hier, gebogen. Gefällt mir natürlich einmal mehr sehr gut. Ich mag diese gebogenen Bahnhöfe. Was mir halt immer noch fehlt, das sind gebogene Depots. Wir steigen mal aus, weil es geht jetzt nicht um Depots, sondern das soll man natürlich mitnehmen, wenn hier schon so eine schöne Dampflokomotive daherkommt. Sehr nett. Finde ich wichtig, dass wir uns das erhalten haben. Da kommt noch der Glacé-Express. Das ist ein richtiges Stell-dich-ein der schönen Züge. Und wir düsen weiter. Und es geht tatsächlich nach Drehampa. Das heißt, wir haben noch zwei Stationen. Aber wir haben natürlich auch noch ein bisschen Weg vor uns. Das wird jetzt auch nicht ratzfatz schnell gehen, sondern ein Momentchen dauern wird das sowieso noch. Wie kommen wir denn hier wieder raus? Was haben wir uns denn hier ausgedacht? Eigenes Gleis? Sieht fast so aus. Da rechts haben wir die Dampflokomotivenstrecke. Unschwer zu erkennen. Altes Gleis, kein Strom. Und vor allem ist ja gerade eine Dampflok in den Bahnhof gefahren, von daher war es natürlich auch nicht so schwierig, das jetzt rauszufinden. Da vorne sehe ich den Fernsehturm, das heißt, da vorne müsste dann eben wieder Berlin sein. Im Prinzip düsen wir jetzt, wenn ich mich nicht täusche, eigentlich ziemlich quer durch die Map durch. Und zwar jetzt schon, hier von Drehampa, wo wir gerade waren, nach Drehampa. Das ist nämlich auch schon eine längere Strecke. Ah, der Vulkan, genau. Und hier die Flying Junction. Ja, jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Das ist relativ neu, das Ganze. Hier geht es unter dem Vulkan durch. Da habe ich auch noch gesagt, da machen wir noch eine Reiseflug... Eine Busreisestrecke hin. Und das werden wir auch noch machen. So, ist hier unten schon... Nein. Nicht Drehampa, das dauert noch ein Momentchen, während hier die LKWs sich über die Ackerstraße bewegen. Genau, hier Damm, der dann unterbrochen wird von der Brücke dort. Und links halt, ja, da haben wir tatsächlich Berlin. Unschwer zu erkennen am Fernsehturm. Ah ja, genau, jetzt geht es hier rüber und da unten geht es dann eigentlich, ja, da geht es doch dann wirklich in ein gemeinsames Gleis rein. Oder begleiten wir dort auch? Werden wir rausfinden. Müssen wir warten? Oh, es ist rot. Tatsächlich. Da habe ich doch gerade noch gesagt, wie schön wir immer freie Fahrt haben. Aber okay, jetzt müssen wir tatsächlich mal ein Momentchen warten. Der IC hat dafür freie Fahrt. Das ist auch viel wichtiger, dass der wirklich durchfahren kann.
Aber an dem lag es nicht. Das muss irgendwo hier vorne irgendwas gewesen sein. War sowieso einmal mehr keine lange Wartezeit. Von daher egal. Okay. Ist da vielleicht irgendwie ein Kollege von unserer Linie, irgendwie der da irgendwo blockiert hat? Müsste eigentlich fast sein. Aber in den Kommentaren stand auch noch, dass ich mal irgendwo in einem Teilbereich, glaube ich, die Signale falsch umgesetzt habe. Also in die falsche Richtung. Das ist kein Drama. Die haben dann einfach keine Funktion. Also sprich, weil aus der Gegenrichtung kommt keiner. Aber wahrscheinlich war es hier, dass hier der Güterzug vorher Vorrang hatte. Ja eben, in die Gegenrichtung, die haben keine Funktion, weil da fährt keiner. Und für die, die dann in die Richtung fahren, haben sie auch keine Funktion. Das heißt, wir haben da einfach einen Bereich, wo gar kein Signal steht. Aber wenn man hier guckt, also die stehen hier richtig. Ich weiß jetzt auch nicht, wo das genau ist. Aber, also so schlimm kann es auch nicht gewesen sein, weil eben, wir hatten eigentlich immer freie Fahrt. Von daher müsste das schon ungefähr halbwegs gestimmt haben. Vielleicht haben wir mal irgendwie zwei Signale falsch. Ist mir jetzt aber auch nicht aufgefallen, als wir hier lang gedüst sind. Und von daher passt das schon. Hallo Güterzug. Ja, das ist definitiv gemeinsame Nutzung, weil die Güterzüge haben mit Sicherheit zwei Gleise. Alles andere wäre dann doch eher komisch. So, nochmal kurz husten. Das ist schon dieses olle Grippenzeugs, ein Elend. Wie lange das dauert? Erst hat man irgendwie, keine Ahnung, Halsschmerzen, dann ist die Nase zu, dann läuft die Nase und nachher hat man einfach irgendwie, keine Ahnung, 3-4 Tage mindestens noch völlig mühsamen Husten. Es ist schon ein Elend mit Kranksein. Aber wem sage ich das? Das weiß jeder selber. Ich hoffe, ihr seid gesund und liegt nicht auch irgendwie mit einer Grippe oder so im Bett und guckt das. Das ist schon wesentlich angenehmer, wenn man fit ist. Auch wenn man nicht selber aufnimmt, sondern wenn man einfach nur zuguckt. Aha, jetzt geht sie an der Stadt vorbei. Genau, das ist nämlich tatsächlich auch schon eine längere Strecke. Da haben wir noch meinen Hauszug. Schaut mal, Kollege Turbo. Den habe ich heute auch schon wieder mehrfach gesehen. Und jetzt geht es hier nämlich unten durch. Genau, das müssen wir aber alles mit reduziertem Tempo machen. Oh, schön, die Historiklok mit den orangen Wagen. Ja, und so kommen wir eben hier am Städtchen vorbei. Auch eigentlich relativ gut gelöst, finde ich. Da vorne. Ja, jetzt geht es aber Richtung Fluss runter. Ja, nochmal zurücklehnen und genießen. Da oben bauen sie. Leute, wir haben nicht mal angehalten hier. So, ich brauche mal ein Schlückchen Wasser, während wir hier nach Trehampa düsen. Oh, das ist ja schon hier unten. Ach, du grüne Neune. Das ging dann doch schneller, als ich erwartet habe. Aber von hier aus ist es dann eben doch noch ein ordentliches Stückchen. Also Turbo. Ja, jetzt geht es hier um die Brücke rüber und da hinten in den Bahnhof rein. Ist hier rot? Nein, wir haben tatsächlich überall freie Fahrt. Sensationell. Ah, genau. Jetzt wechseln wir nämlich hier rüber. Wir waren hier ja schon mal. Da sind wir aber rechts hier reingefahren. Und das ist jetzt das Gleis, das uns dann eben... Ja, das ist im Prinzip das Gleis, beziehungsweise die Stelle, wo ich so Probleme hatte, dass die Linie nicht durch wollte, weil ich ganz einfach diesen Bahnhof falsch eingeordnet habe im Fahrplan. Auch nicht schlecht. Ui! Okay, das ist ja gemeingefährlich, wie hier die Flugzeuge rüberdüsen. Eieiei, Tiefflug, kann ich da nur sagen. Und auch hier wieder die Ansage, wunderbar. Da sieht man hier hinten, der Doppelflughafen. Da ist eh gerade einer unterwegs. Wer ist denn jetzt hier so mirakulös gelandet? Der hier hinten müsste das gewesen sein. Na, erwische ich dich? Jawohl, keine Passagiere. Das funktioniert halt tatsächlich nicht wirklich gut bei Transportfieber, sobald man Bahnlinien gebaut hat. Sind die Leute nicht mehr groß dazu zu bewegen, dass sie tatsächlich die Flughäfen benutzen. So, letzter Abschnitt. Wir düsen nach Gerde-Abzweig und dann haben wir das Ganze eigentlich fertig. Wobei, stimmt das? Moment, Herr Heisenberg, jetzt müssen Sie aber nochmal überlegen, weil... Nee, nee, das stimmt doch ja nicht. Wir haben doch nicht in Gerde angefangen.
Werden wir gleich wissen. Sind wir in Gärde eingestiegen? Ich glaube, wir sind doch auf der genau anderen Seite eingestiegen. Werden wir wissen. Dann wäre es nämlich noch nicht fertig. Dann hätte ich das zu früh verkündet, dass wir die Universallinie, die Mitfahrt beendet haben. Ich muss tatsächlich schnell gucken nachher. Gut, jetzt erstmal rühren fahren. Während ich hier versuche, die Maus aus dem Bild zu kriegen. Weil das weiß ich, das ist natürlich jetzt tatsächlich eine längere Strecke. Die haben wir ja erst gerade gebaut. Das ist noch nicht ewig her. Hallöchen Donald. So, und wie das Spiel dann immer so für einen kleinen Moment sehr flüssig dargestellt wird. Und sobald das Spiel merkt, oh, jetzt muss ich wieder irgendwie eine Brücke oder etwas berechnen, ist gleich wieder vorbei mit flüssiger Darstellung. Und viel Tempo haben wir hier natürlich auch nicht. Geht's hier nochmal auf den Berg auf ein bisschen? Offensichtlich. Okay. Na? Man sieht gerade nicht, wo es hingeht. Ja, ja, das ist doch... Also eine Bergstrecke ist es nicht gerade, aber es wird dann doch eher hügelig hier wieder. Ich glaube, da begleiten wir doch dann noch ein Stück Autobahn. Kann das sein? Das müsste jetzt doch hier vorne irgendwie Richtung Autobahn gehen. Na, tatsächlich. Guck mal, was wir hier rechts haben. Die Autobahn. So schlecht ist mein Erinnerungsvermögen dann doch nicht. Glück gehabt. Hier ist aber noch nichts los. Hier müssen wir noch Besuchermagnete hinstellen. Oh, und das führt mich zurück zum Gedanken, dass wir in Hamburg noch gucken. Habe ich gesagt, wir müssen da mal noch wegen dem Parkhaus gucken. Das wäre natürlich falsch. Wir müssen nämlich wegen Kollege Ikea gucken, wegen dem Besuchermagneten, den wir dort haben. So, das ist irgendwie ja eben so eine Autobahn, wo dann nichts los ist drauf. Ich weiß auch nicht. Also da gehören schon noch ein paar Busse, LKWs und Privatverkehr drauf, ganz klar. So, wir schlängeln uns hier durch die Landschaft durch und ich muss gestehen, ich bin jetzt tatsächlich nicht sicher, ob das hier noch weitergeht. Wir werden gucken, wir werden ja merken. Aber die nächste Stadt, die dann nach Gärde kommt, ob wir die schon hatten oder nicht? Wahrscheinlich nicht, weil ich eben, ich behaupte, wir haben nicht in Gärde angefangen mit der Strecke. Von daher müsste es da tatsächlich noch weitergehen. Ich war jetzt so auf Gärde fixiert, weil das im Prinzip der Ausgangspunkt halt war, wo wir angefangen haben. Aber man muss natürlich nicht den Baubeginn nehmen, sondern den Beginn, wo man gestartet ist mit dem Zug. Das wäre dann schon eher der Garant dafür, dass man auch wirklich die ganze Strecke hinter sich gebracht hat. So, hier haben wir wieder eigenes Gleis. Sehr schön, das heißt freie Fahrt. Da oben geht es dann aber, glaube ich, eh wieder in fremdes Gleis rein. Beziehungsweise, das ist der Hybrid da oben. Den werden wir kaum gestört haben. Da haben wir mit Sicherheit eine andere Lösung gefunden. Oder wie sieht das hier aus? Aha, ja, wir haben hier eine eigene Brücke. Genau, wir begleiten diese Gleise hier. Sehr cool. Wenn wir jetzt ein bisschen Glück haben, kommt noch mal ein Hybrid entgegen. Oder er überholt uns. Auch wenn der Flixtrain schnell ist, also so schnell wie ein Hybrid ist er dann natürlich doch nicht. So, hier runterdüsen. Das da vorne ist, glaube ich, schon Gärde. Und jetzt bin ich selber gespannt. Von wegen, sind wir fertig oder drehen wir nochmal eine Runde? Wir werden es gleich wissen. Wie sah das denn dort aus, wo wir angefangen haben? Ich weiß es noch ungefähr. Das war nämlich nicht Gärde. Naja, wir schauen. Okay, hier. Ja, wie kommen wir da rein? Hier wäre ein Bahnhof. Ist es da tatsächlich Gärde? Doch, müsste. Genau, hier mit dem Depot. Jawohl. Und jetzt hier runter. Ich rätsle, ob wir hier angefangen haben. Wenn ich den Bahnhof sehe, ich glaube, dann weiß ich's. Das sieht doch fast ein bisschen so aus, als hätten wir hier angefangen. So, einmal hier rüber. Schön langsam natürlich, aber immer noch mit freier Fahrt. Okay, dann hier runter. Da kommt der Tischewee entgegen. Aha, wir müssen hier lang. Nee, hier haben wir nicht angefangen. Nee. Das heißt, wir sind noch gar nicht fertig. Na, das ist ja cool. Schön, wir dürfen noch mal ein bisschen fahren. Das machen wir jetzt natürlich auch. Ja,
Da dachte ich tatsächlich, ich habe mich davon verleiten lassen, dass wir eben in Gärde angefangen haben mit dem Bau. Das hat ja aber nichts damit zu tun, sage ich gerne nochmal, wo wir mit der Strecke dann angefangen haben mitzufahren. Also wir sind ja nicht mit der Strecke mitgefahren, sondern mit dem Zug auf der Strecke. So gut. Gut, aussteigen und gucken. Kontrolle. Nee, das ist tatsächlich nicht der Bahnhof, wo wir angefangen haben. Jetzt gucke ich doch mal ganz schnell hier rein. Es geht nach Schattin, Hamburg, Ohlsbach, Heisenberg City, Oberböser. Wo haben wir denn angefangen? War das doch hier? Ach, come on. Ich drehe den ganzen Spaß mal. Nee, das war doch nicht hier. Wisst ihr was? Wir machen das jetzt folgendermaßen. Wir fahren jetzt nochmal ein, zwei Stationen mit, weil in Heisenberg City, da waren wir. Das weiß ich definitiv. Aber Schattin, da würde ich jetzt nicht schwören, dass wir dort waren. Na, mal gucken. Husten, husten. Heiliges bisschen. Man kann kaum vom Bahnhof zu Bahnhof düsen, ohne dass ich husten muss. Also, das heißt, nochmal Aqua por Heisi, sozusagen. Ah, lecker. Naja, geht so. Wasser halt. Ich bin echt gespannt. Jetzt da vorne in Schattin. Wir erkennen ja, wenn wir schon mal da waren. Also das wäre komisch, wenn nicht. Und wenn ihr jetzt zu Hause sitzt und denkt, mein Gott, er weiß tatsächlich nicht mehr, wo er angefangen hat. Nein, weiß ich tatsächlich nicht mehr. Also ich weiß noch, wie es ausgesehen hat. Aber ich muss gestehen, ich weiß nicht mehr, wie das Städtchen hieß. Es wäre wahrscheinlich einfacher gewesen. Wir wären mit Zügen von hier losgedüst. Ganz einfach, weil wir dann gewusst hätten, wo wir da hin müssen. Aber die Strecke haben wir doch so noch nicht gemacht. Naja gut, was soll's, sonst fahren wir sie halt zweimal, ist doch egal. Gleich sitzen bleiben, nochmal einmal ganz außen rum. Bei mir hat Spaß gemacht. Und jetzt wäre die Strecke nämlich auch eingelesen vom Spiel. Das heißt, das müsste jetzt eigentlich performanter gehen. Also von daher, nee, wir fahren natürlich nicht zweimal mit. Wir haben noch so viel anderes zu tun. So, okay, hier unten geht's. Ja, nee, hier waren wir definitiv nicht. Daran kann ich mich nämlich auch noch erinnern, wie wir das hier gebaut haben. Dann fahren wir einfach, ja, bis ich, oh, oder waren wir hier doch schon? Doch, hier waren wir schon. doch. Hier mit diesem Bahnhof. Ah, ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Ich müsste eigentlich das alte Video mal nochmal gucken. Aber wo haben wir denn angefangen? Wenn ich mir das gemerkt hätte... Na, das ist ja schon eine Universallinienmitfahrt, wo der Chef keine Ahnung hat, wo die ganze Reise begonnen hat. Darüber, dann darunter. Geht's jetzt nach Hamburg? Ich glaube ja, tatsächlich. Dann haben wir, doch, das haben wir eben doch schon gemacht. Aber wisst ihr was? Dann zur Feier des Tages fahren wir noch runter nach Hamburg, weil da wollten wir eh hin. Ich möchte schnell gucken, wie das mit dem Parkhaus aussieht dort. Ob da noch ein bisschen irgendwie was fahren kann oder ob da alles so verstaut ist. Also verstaut im Sinne von zugestaut, dass da gar nichts mehr geht. Das kann sein, weil in diesen Parkhäusern drin ist offensichtlich ein relativ kräftiger Besuchermagnet. So, wieder freie Strecke. Das ist jetzt aber auch nicht wirklich weit. Also hinter diesem Hügel da unten, da müsste eigentlich Hamburg dann sein. Ja, hier waren wir schon. Ich weiß noch, als ich gesagt habe, hier auf der Hochbahn. Gut, hätten wir das auch geklärt. Und wenn wir jetzt doch einen Bereich vergessen haben, ihr werdet es sicher in die Kommentare schreiben. Uns läuft nichts davon. Die Züge fahren auch, wenn wir hier nicht mehr mitfahren. Dann können wir jederzeit wieder einsteigen und diesen Teilbereich dann noch machen. Ist ja kein Ding. Da vorne die Köhlbrandbrücke. Man sieht sie schon von Weitem. Und jetzt folgen wir, glaube ich, wieder ein bisschen der Straße. Ein bisschen, dachte ich. Ja, nee. Ist doch mit ordentlich Abstand das Ganze. Gut. Interessant ist natürlich auch, dass wir nie einen anderen Zug gesehen haben. Aber da hatte ich einen Denkfehler drin, als ich gesagt habe, wir nehmen den letzten Zug. Dann sehen wir auch die anderen Züge. Das stand auch in den Kommentaren. Bei einem Rundkurs wird das schwierig, andere Kollegen zu sehen, wenn man immer nur in eine Richtung düst. Das funktioniert natürlich nicht. So, Tunnel. Und jetzt geht's, würde ich sagen, hier vorne raus und in den Bahnhof rein. Erstmal einmal gegen die Mauer, rums. Ach, eine Mauer mittendrin. Okay, auch nicht schlecht.
Jawohl, ist es der Bahnhof? Ja, ich denke ja. Tatsächlich. Sauber. Okay, ja, dann haben wir das abgeschlossen. Zumindest würde ich mal frech behaupten, das haben wir. Unsicher seiend, ob wir jetzt wirklich alle Stationen angelaufen haben. Aber ich denke, ja, in Hamburg waren wir. Definitiv. Ich mache mal noch kurz nochmal eine Kontrolle dahingehend. Nach Hamburg, Kümmt. Holzbach, Eisenberg City. Ja, das haben wir, glaube ich, tatsächlich alles abgeschlossen. Gut. Lieber Flixtrain, dann wünsche ich dir gute Fahrt. Mach's gut, sag deinen Kollegen lieben Gruß und ja, cool, dass wir jetzt eine Universallinie haben. Okay, ja, hier kommen wir dann noch zu den Optimierungen. Jetzt aber mal schnell hier oben gucken. Ja, schaut mal. Das kennt man von deutschen Autobahnen zur Urlaubszeit. Also das kennt man auch von Schweizer Autobahnen, auch zur Urlaubszeit. Aber ja, was soll man da machen? Wir haben die Straße ja schon verbreitert. Das ist halt tatsächlich einfach der Besuchermagnet hier drin. Das ist aber irgendwie eben auch cool, weil es tatsächlich einfach ja Verkehr ist, den ich so eigentlich genau haben möchte auf der Autobahn. Also deswegen lassen wir das. Mein Gott, die wollen halt alles. Es ist Samstagnachmittag, die wollen zum Ikea. Da muss man halt entsprechend Geduld haben. Ist ja irgendwie auch klar. Gut, sollen wir mit der Autobahn weitermachen? Ich sehe gerade, die Zeit ist eigentlich fast schon rum, aber wir können ja mal schnell gucken, wo sind wir stehen geblieben. Mit Kollege Autobahn. Das Ding düst hier lang. Ich würde sagen, wir bauen jetzt erstmal noch ein bisschen weiter, bevor wir irgendwie irgendwelche Buslinien etc. hier raufsetzen. Gucken wir mal, dass wir hier weiterkommen. Ach, schau an, hier vorne sind wir stehen geblieben. Dann würden wir eigentlich nach Schleid, beziehungsweise an Schleid vorbei. Hier sind wir in Weißwasser. Und dann ist, glaube ich, die Idee irgendwo hier lang. Ach, okay. Haben wir hier kein Fahrzeugersatz? Doch, musste ersetzen. War wohl schon lange nicht mehr am Hafen, das gute Schiff. Und deswegen kam jetzt die Meldung. Also, hier lang, nach hier vorne und da vorne irgendwie rüber. Würde ich machen. Wir haben hier ja noch ein Kreuz. Wo haben wir das gleich nochmal? Oh, da haben sie wieder an die Autobahn rangebaut. Guck mal. Oder ist das eine Einfahrt? Ne, das ist eine Einfahrt. Aber wir haben irgendwo gewisse Stellen, wo die KI tatsächlich wieder normale Straßen an die Autobahn rangebaut hat. Das werden wir sehen. Da ist das Kreuz. Sobald wir hier gucken, dass wir irgendwie Fahrzeuge raufbringen. Okay, das geht nach da oben. Hier durch den Berg durch. Und dann haben wir hier das Kreuz. Okay, und das führt uns hier weiter. Geht dann in die Richtung. Dann würde ich aber tatsächlich zuerst das hier fertig bauen, dass wir von hier aus weiter düsen. Und ich mache jetzt mal einen kleinen Abschnitt noch, damit ich in der nächsten Folge weiß, was wir gemacht haben. Falls die dann eben erst in 2-3 Tagen aufgenommen wird und da wieder andere Spiele dazwischen sind, bin ich jeweils ganz dankbar, wenn ich noch einen Anhaltspunkt habe beim Startbildschirm sozusagen, was wir gerade gemacht haben. Ich würde hier eigentlich mit einer Kurve, sagen wir mal, hier rauf und dann dort irgendwie hier oben durch und hier irgendwie eine Ausfahrt machen. Wir haben hier eigentlich nochmal eine Ausfahrt. Aha, die müsste man noch anschließen. Das haben wir auch noch nicht gemacht. Wisst ihr was, dann ziehen wir das jetzt einfach mal weiter. Und jetzt werden wir das Teil hier aber noch kurz anschließen. Mit irgendeiner Straße, welche ist eigentlich eher sekundär. Einfach irgendwie eine coole Straße. Das wäre eh die hier. Dass wir irgendwie da reingehen. So, dann hätten wir das schon mal. Da kommt man hier raus. Was machen wir mit dem Zipfel? Da machen wir eine Unterführung. Guck mal. Wir machen das folgendermaßen. Haben wir dich auch noch in breiter? Nee. Gut, dann machen wir das in nicht breiter. Ist auch in Ordnung. So, wir machen das so und machen das mit N. Und dann haben wir es nämlich hier schon grün. Das nehmen wir so. Das führt uns da rein. Und passt. Dann kommt man hier nämlich auf die Autobahn rauf. Hier hinten haben wir, glaube ich, nochmal irgendwo. Nee, doch nicht. Weißwasser hat tatsächlich einfach die Ausfahrt hier vorne. Ist ja aber in Ordnung. Vielleicht, dass wir hier nochmal kurz lang gehen und da rein. Das wäre wahrscheinlich auch nicht so falsch. Kann ich hier eigentlich überhaupt rein? Jawohl. Da wird aber ein Gebäude entfernt. Naja gut, damit können wir leben. Das ist sowieso bloß irgendwie so ein kleines Ding. Zack, sauber. Dann haben wir hier ja richtig schönen Kreisel im Prinzip fast schon. Einen unfreiwilligen. Jetzt macht das Ganze mehr Sinn, wenn hier der Bahnhof eben auch noch angeschlossen ist. Okay, liebe Freunde. Universallinie ist fertig. Wir kommen zum Thema Autobahnbau. Und dann werden wir relativ schnell dann auch mal gucken, dass wir hier die verschiedenen Linien noch optimieren können.
Überall liegt Holz rum, überall liegt Treibstoff rum. Das werden wir, ja, beheben, hoffe ich. Danke fürs Zusehen, hoffe, hat euch gefallen und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder. Tschüss, sagen wir mal wieder mit dem ICE. Haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Danke fürs Zusehen, bis dann. Tschüss.